Ja, aber ich will da ja nur kacken. Es geht weiter mit den Shorts. Let's go! Jakob hat uns etwas genommen, was wir nie bekommen haben. Ihr kennt doch die Ziegenhörner. Ja. Warte mal, die heißen Boxhorn auf Deutsch? Naja, auf jeden Fall haben die in meinen Augen gar keinen Nutzen. Doch, andere Leute zu nerven. Man findet es in einem Outpost, nimmt es mit, weil man sich denkt, warum nicht? Und das Einzige, was man damit macht, ist, seine Freunde zu nerven. Doch in der Patchwork-Version gab es für eine kurze Zeit mal Kupferhörner, die eine geheime Funktion hatten. Es gab 10 Varianten, welche je nachdem, ob man sneakt, hochschaut oder normal steht, andere Töne von sich gibt. Aber das Coolste ist, wenn drei Leute diese Töne kombinieren, kann man einfach kurze Lieder zusammenspielen. Und in Minecraft würde es sich zum Beispiel so anhören. Das ist ja geil. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Drei Cringe-Lieder, die Sportlehrer um 8 Uhr morgens anmachen. Junge, bei uns gab's nie Musik. What? Hier bewegt sich ja gar keiner. Wer hat denn Bock, um 8 Uhr morgens Sport zu machen? Ah, ihr seid wohl noch ein bisschen müde, ne? Auch ich fand, eigentlich abgesehen davon, dass man den ganzen Tag gestunken hat, erste Stunde Sport eigentlich immer ganz cool. Aber da habe ich doch genau die richtigen Banger, damit ihr hier mal ein bisschen in die Game kommt, ne? Da kommt man richtig in Schwung bei diesem Lied. Oh Gott. Ne? Was ist das denn für ein Lied? Was habe ich da gerade gehört? Entspannen Sie sich. Ich meinte nur, was für ein geiles Lied. Ah ja, aber beim nächsten Banger können sogar Leute mit einem schlechten Musikgeschmack nicht die Füße stillhalten, ne? Das hört sich aber ganz schön heiß in der Sporthalle. Das ist genau... Junge, das wär zu viel gewesen um 8 Uhr morgens, wenn unser Lehrer sowas angemacht hätte. Beschissen, wenn ich was von Shirin David oder Eiliver anmachen? Ach, ihr wisst doch einfach nicht, was gut ist, ne? Aber der nächste Banger könnte den Mädels gefallen. Aber ey, den Song höre ich überall. Das ist so krass. Ladies, das ist doch nicht etwa auf deinem Po. Dann machen wir das Lied doch mal auf Dauerschleife. Einfach Shireen David, YouTuberin. Ich kann mich noch dran erinnern, das muss auch 2014, 15 oder so gewesen sein, wo die mit Melina, war nicht Teil der Gangtour, und die haben da so in so einer WG oder so gewohnt. Die Shirizzles. So sieht's aus. So etwas wirst du wahrscheinlich nur einmal in deinem Leben sehen. Speichere das Video und informier deine Freunde, denn es gibt gute Updates zum Jahrhundertereignis jetzt im Oktober. Der riesige Komet Tsuxin-Chan-Atlas hat nun die Sonne passiert und ist allem Anschein nach nicht zerbrochen. Und Achtung, seine Helligkeit ist bereits schon jetzt besser als erwartet. Aktuell ist er auf dem Weg in Richtung Erde. Nur mit diesem Wissen wirst du ihn aber auch sehen können. In Deutschland, Österreich und der Schweiz kannst du Tsuxin-Chan-Atlas schon jetzt bis zum 9. Oktober morgens zwischen 6 und 7 Uhr unmittelbar vor Sonnenaufgang in Richtung Osten sehen. Krass, wusste ich nicht. Der Komet hat bereits eine Helligkeit von Mach 1,5 und wird jeden Tag heller. Sogar eine Tagessichtbarkeit ist nicht ganz ausgeschlossen. Was? Nach dem 9. erreicht er am 12. und 13. Oktober seinen Höhepunkt und wird, und zwar nur hier, kurz nach Sonnenuntergang ab 18.30 Uhr in Richtung Westen bis 20.30 Uhr sichtbar sein. Das musst du beachten, so könnte er dann möglicherweise aussehen. Heftig. Ich kann mich noch an die Sonnenfinsternis in Deutschland erinnern. Junge, da war es plötzlich einfach dunkel. Tagsüber. Und alle hatten so Brillen, damit die Augen nicht kaputt gehen. Leute, ich habe ein Paket von... Oh nee, wer bist du denn? Das ist doch der, der in seinem Keller lebt, oder nicht? Es gibt ab Oktober, also ab genau jetzt, eine neue Regel, was Autoreifen angeht, was so dermaßen spannend ist, dass ich fast den Notruf gewählt habe. So wenig konnte ich es aushalten. Ey, meine Autobatterie ist alle. Das ist richtig nervig. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich mal hier ADAC anrufe. Ja, aber kannst du sie nicht einfach aufladen? Ich wollte sie aufladen. Ich habe hier alles dran gesteckt und so weiter. Ladegerät zeigt Fehler an. Und das in der Betriebsanleitung steht, yo, wenn Fehler angezeigt wird, kann sein, dass die Batterie einfach im Arsch ist. Winter- und Jahresreifen haben in der Regel M plus S auf ihnen stehen, was Matsch und Schnee bedeutet. Viele von ihnen zeigen dir aber noch zusätzlich, wo Heidis Almöhi wohnt. Nun reicht aber das M plus S-Symbol alleine nicht mehr aus, so wie meine Schulnoten damals nicht mehr ausgereicht haben, um ein richtiges Abschlusszeugnis zu bekommen. Und du brauchst jetzt für den Winter unbedingt dieses kleine Alpenpiktogramm, ansonsten fährst du ohne Winterreifen. Und das könnt ihr 60 Euro Bußgeld um die Ohren hauen oder 80 Euro und ein Punkt, wenn du dabei andere ein Punkt? Dann solltest, wie auch immer das gehen soll. Heidi! Heidi, deine Welt ist definitiv... Ja, ey, aber ganz ehrlich, hier im Süden, wenn du da nicht richtige Winterreifen hast, Junge, dann kann das bitterböse enden. So im Norden war immer egal, Junge. Wann hatten wir schon mal Schnee? Heute bin ich Student, denn heute ist mein erster Tag an der Uni. What? Glückwunsch! Krass! Das ist schon aufregend. So Uni? Boah, ich weiß noch, mein erster Unitag. Bittere Nummer. So
ab ins Auto geworfen. Und um in die Uni reinzukommen, braucht man so einen Studentenausweis. Den packt man an die Tür und zack, man ist drin. Okay, bei uns war es ganz anders. Man konnte einfach reingehen. Es gab keinen Ausweis, nix scannen, Junge. Uni Hamburg, also da habe ich studiert. Da hätte eigentlich jeder in die Uni reingekonnt. So sieht es hier ungefähr aus, eigentlich ganz chillig. Beim Warten auf die Dozentin noch am MacBook gearbeitet und ein paar Videos. Ist das so eine Privatuni? Kann das sein? Weil das, also, sorry, bei uns sah es anders aus. Bei uns waren gefühlt tausende Leute im Auditorium und so. Philotorm. Videos geschnitten. Die Pause habe ich dann draußen verbracht. Der Müsli-Riegel war sehr lecker. Dann wollte ich auf unsere Dachterrasse, aber... Weißt du, wie die aufgeht? Hier steht irgendwie so komische Kunst und da ist der ganze Klassenraum voller Kartons. Hä? Die zweite Stunde war in diesem Fernsehstudio. What the fuck? Jedenfalls ist nicht... Ich kann mir vorstellen, dass er irgendwas so wie Film oder sowas studiert. Kann das sein? Nichts Krasses passiert. Ich frage mich nur, ob ich mit meiner Chipkarte auch nachts in die Uni kann. Like das Video, wenn ich das mal austesten soll. Oh, ich glaube, das Ding ist dann nachts deaktiviert. Gut, mein Short zu dem Camper passt. Penta 640. Plus. Sowas hatte mein Vater. Der hat sich das letztens nochmal gekauft. Meinte aber, Junge, ist nicht mehr wie früher. Wir hatten ja früher ein Wohnmobil, ein großes. Und deswegen wollte er sich so, weil er mittlerweile allein ist, halt was für sich und so holen. Das heißt, da ist ein Pluspaket dabei an mehr Ausstattung. Ich finde ja sowas voll geil. Ich würde mir gerne sowas mal leihen. Und dann fahre ich mit meiner Frau, meinem Kind, Alter, durch die Gegend. Schön, weißt du, schön nach Italien. Speed ist die Nummer 1 der Streaming-Szene. Krass. Glückwunsch. Wer war vorher Nummer 1? Ich glaube, XQC war eine Zeit lang heftig. Krass. Er ist jetzt der erfolgreichste englischsprachige Streamer überhaupt. Und nicht englischsprachig. Dank seiner crazy IRL-Streams aus Südostasien. Ui. Im September 2024 ging seine Asientour los, die er in Thailand startete. Richtig krank wurde es, als er in Indonesien über 1 Million Viewer gleichzeitig erreichte. What? 1 Million? Heftig. Also wirklich heftig, oder nicht? Oh my God! 1 million! Damit hat er nicht nur seinen eigenen Rekord gebrochen, sondern auch den von Laserbeam, der 4 Jahre lang ungeschlagen war. Oh, das muss noch während der Fortnite-Zeit gewesen sein, oder? Wenn diese heftigen Live-Events am Start waren. Weil ich kann mich daran erinnern, dass Standard-Skill zu diesen Event-Streams, also wenn da sowas Krasses in Fortnite passiert ist, auch immer so 500.000 oder so hatte. Das war heftig. Und neben dem Zuschauerrekord hat er ja auch noch die 30 Millionen Abos auf YouTube geknackt. Er streamt ja auch auf YouTube, stimmt. Normalerweise sind die heftigen Leute immer auf Twitch. Alter. Wie viele Leute da einfach sind. Und er streamt. Ein Funkspruch. Schieb ihn raus. Um die Welt ging. Das hier sind Motorsportmythen mit Joey und heute reden wir über den Schieb ihn raus Skandal der DTM. Es ist der Meisterschaftskampf von Pascal Wehrlein im Mercedes gegen die 3 Audis von Ekström, Green und Eduardo Mortara beim 2. Lauf der DTM in Spielberg. Oh, und dann einer von den 3 hat den einen rausgeschoben. Spielberg 2015. Da Wehrlein zu diesem Zeitpunkt der einzige Mercedes-Fahrer ist, der regelmäßig in die Punkte fährt, nutzt man die anderen Fahrer mit dem Stern auf dem Auto dazu, Wehrlein zu unterstützen. In dem unter anderem auch Robert Wickens den Audi-Fahrer Timo Scheider blockiert, um Pascal Wehrlein vorbeizulassen. Das sieht jedoch auch der damalige Audi-Sportchef Dr. Wolfgang Ulrich und lässt folgenden Funkspruch ab. Timo, schieb ihn raus! Timo Scheider fackelt nicht lange, schiebt zuerst Robert Wickens und dieser dann in einer Kettenreaktion Pascal Wehrlein raus und das Chaos ist perfekt. Alter, die sind bestimmt richtig ausgerastet, oder? Audi muss 200.000 Euro Strafe zahlen. Timo Scheider wird für das nächste Rennen in Moskau gesperrt. Und Ulrich darf bis zum Saisonende weder an den Boxenfunk noch die Boxengasse selbst betreten. Aber was ich mich jetzt frage, wer hat damals die Meisterschaft gewonnen? War das ein entscheidendes Ding? Carlos hat 21 Millionen Euro nur mit seinem Charme gestohlen. Glückwunsch, Carlos. Er hat sich im Antwerpen Diamantenviertel als erfolgreicher Diamantenhändler ausgegeben. Über 18 Monate hat er so das Vertrauen einer Bank erschlichen. Der hat sich da einfach reingerissen, besonders auch mit Pralinen für die Angestellten. Jeder kannte und mochte ihn dort und die Bank gab ihm die höchste Vertrauensstufe. Eine 24-7-Zugangskarte, mit der er jederzeit im Tresor auf seine Diamanten zugreifen konnte. Blödes nur, Carlos hatte gar keine. Dafür hat er dann die anderen Schließfächer geknackt und stahl Diamanten im Wert von 21 Millionen Euro. Und seitdem ist er spurlos verschwunden. Sein Name ist auch nicht mehr Carlos, das war nur ein gestohlener Reisepass. Okay, das ist eine kranke Story. 21 Millionen. Vor allen Dingen, stellt euch mal vor, ihr seid die Person, die gesagt hat, Carlos, du bekommst All Access. Für immer. Also nicht für immer, aber du kannst halt immer rein. Und plötzlich, Junge, du wachst morgens auf, gehst zur Arbeit, alle Schließfächer leer. Carlos!
krank. Wörter, die komisch heißen. Du schneißest nur, wenn du es machst. Bei mir heißt's Ichen. Bei ihr Siechen. Bei ihm Erschen. Und bei uns Wirschen. Y ist der dümmste Buchstabe aller Zeiten. Erstens, wie kann sowas kurzes... Ne, ich find Q verrückt. Q einfach. Q ist ne... Also der Buchstabe Q. Und es ist auch noch ein K-U-H. So lang heißen. Und zweitens kann man es jedes Mal durch ein I ersetzen und das Wort klingt genau gleich. Wenn das ein Einhorn ist, dann ist das ein Zweihorn. Warum ist es schlimm, nicht mehr alle Tassen im Schrank zu haben? Vielleicht sind ja ein paar gerade in der Spülmaschine. Ein Baum heißt Baum, weil er aussieht wie ein Baum. Stehen jedoch drei Bäume nebeneinander, heißt es Tree. Der what? Könnt ihr euch noch daran erinnern, was euer erstes Handy war? Also meins war das... Ich glaube, eigentlich war es ein Sagem oder ein Nokia. 3310 oder ein Sagem, dessen Nummer ich nicht mehr kenne. Aber das hatte so ein Ding zum Aufklappen und dann konntest du es so hinstellen. Sony Ericsson W200. Das... Das war dieser Walkman oder so. Waren geile Zeiten. Und meins war das iPhone 10. Was? Du meinst wohl den iPod? Oh Gott, stimmt, Alter. Junge, iPhone... Gab's zu meiner Zeit. Oh Mann, Alter. Damals hatte so gut wie niemand ein richtiges iPhone. Na, keiner hatte ein iPhone. Also als das iPhone rauskam, waren nur die absoluten Rich-Leute hatten ein iPhone. Mein erstes Handy war ein iPhone 10, ziemlich sicher. Ja, aber gut, das ist halt, wenn du relativ jung bist. Wie hast du denn bitte dein erstes Handy bekommen? Ich war 12, als ich mein erstes bekommen habe. Aber ich war auch 12, als ich das iPhone 10 bekommen habe. Warte, wie alt bist du? Das iPhone 10 ist doch gefühlt vor 3 Jahren erst rausgekommen. Ich bin 18. Bro, das iPhone 10 wird bald schon 8 Jahre alt. Das ist das iPhone X, oder? Das hatte ich, glaube ich, auch. Was? Ich erinnere mich noch genau daran, als ich damals mein Nokia 3310 bekommen habe. No, was? Nein, ihr kennt das Nokia 3310? Ja, das war heftig. Nicht? Die Handys sind legendär. Die waren einfach unzerstörbar. Hörst du das? Opa erzählt wieder Geschichten aus dem Krieg. Es kann doch nicht sein, dass ihr das nicht kennt. Bro, ich habe das gerade mal gegoogelt. Dein Nokia 3310 wird dieses Jahr schon 24. Sag mal. Gut, passt zu deinen grauen Haaren. Was für graue Haare? Ah, ich habe schon graue Haare. Ein Muss für dein WC. Oha. Ja, aber ich will da ja nur kacken. Die größten Bahnhöfe der Welt, nach Anzahl ihrer Gleise. Platz 9. Waterloo Station, London, Vereinigtes Königreich mit 26 Gleisen. Platz 8. Gare de l'Est, Paris, Frankreich mit 29 Gleisen. Glaubt ihr, Deutschland Platz ist auch 7, dabei? Der Frankfurter Hauptbahnhof mit ganzen 29 Krass. Gleisen. Platz 6. Ich glaube, so Städte, die auch einen dicken Flughafen haben, die haben auch sowas. Der Bahnhof Napoli Zentrale in Neapel, Italien. Ja. Oder mit 30 Gleisen. Krass. Platz 5. Erneut in Paris. Der Bahnhof Gare du Nord mit 31 Gleisen. Krass, dass sie zwei Dinge haben. Der Bahnhof Roma Termini in der Hauptstadt Italiens mit 32 Gleisen. Bevor wir zu der Top 3 kommen, lasst gerne ein Like da, um mich zu unterstützen. Danke. Platz 3 geht an den Hauptbahnhof in München mit einer Gleisanzahl von München. 34. Platz 2. Der Bahnhof Shanghai Hongqiao in China mit einer Anzahl von 41 Gleisen. Platz 1 geht an den unterirdischen Bahnhof Grand Central Terminal in New York mit ganzen 67 Gleisen. Sieben, und das ist schon heftig. Vor allen Dingen muss man ja auch bedenken, dass es total schwer ist mittlerweile, in Städten noch sowas auf die Beine zu stellen, weil es ist alles voll. Du schaffst ja nicht mehr irgendwie, wie willst du in Frankfurt das Ding noch breiter bauen? Frankfurt, kein Platz? Jägermeister! Lügen darf man sagen. Nee. Aber Lügen darf man nicht sagen. Nee. Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke? Ach, der Boy. Super. Echt super. Wo glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz? Super. Ja. Ist alle. Tag, Leute. Ich wollte fragen. Ich will gar nichts fragen. Das war auch in der YouTube-Szene, diese so zu quatschen wie er. Eine Zeit lang sowas von, ich kann das nicht nachmachen, so dieses, ja moin. Nee, ich kann es nicht nachmachen. Ihr wisst aber, was ich meine. Ja, meine Mutter ist auch nicht mehr da und jetzt mein Dad ist so krank. Ich kann gar nicht beschreiben, was ich alles fühle. Das glaube ich dir gerne. So Leute, Forza ist völlig runtergeladen. Ich habe mich am Anfang immer gefragt, woher das kommt. Ich baue einen geheimen Raum unter meinem Bett. Part 2.
Bisher haben wir zwar. Guck mal, was hat er für eine coole Autosammlung da? Junge, als Kind hätte ich das mega gefeiert. Schon coole LEDs, aber der Eingang steht noch nicht. Oh, das ist eine Star Wars-Karte. Die gesamte Schublade muss entfernt werden. Und nur der vordere Teil zum Verstecken als Türe. Dafür gibt es ein paar Schrauben, die gelöst werden müssen. Einfacher als gedacht. Die kippt nur immer um. Wir brauchen einen Türstopper. Zum Beispiel diese Flasche voller Geld. Es ist Zeit, die Bude ein bisschen gemütlicher zu machen. Eine Pflanze. Ein Nerf-Blaster zum Verteidigen gegen Eindringen. Oh, Junge, Nerf ist so cool. Jetzt das Ganze. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben mit Nerf zusammengearbeitet. Warum Nerf? Ich liebe euren Stuff. Doch, Nerf Minecraft haben wir mal zusammen gemacht. Oder? Wieder verstecken. Es sieht aus wie ein normales Bett. Aber wenn ich möchte, kann ich einfach in meinen geheimen Raum. Mal schauen, wie einfach das geht. Aua. Hier kann ich jetzt chillen und heimlich... Alter, ich würde direkt Platzangst bekommen. Videos gucken. Bei 50.000 Likes penne ich hier mal eine Nacht drin. Oh Gott. So, Leute, wir schlafen heute aber nicht mehr, denn das war's für heute. Schallert ein Like und ein Abo rein. Wir sehen uns morgen zu einem weiteren Video wieder.